Hallo ihr Lieben und willkommen zurück bei The Elder Scrolls Online. Team ist Fussele. Guckt erstmal, ob die Aufnahme läuft. Und die läuft. So, und jetzt gucken wir mal nach, was wir heute machen. Ich weiß gar nicht mehr, was ich letztes Mal gemacht habe. Und ich glaube, wir machen heute den Frostmann. Und dazu müssen wir wieder in Orcays Höhle. Ja, das wollte ich gar nicht. Lass mich bitte meine Waffen wegpacken. Ich hoffe, man hört mich gut. Irgendwie war heute das Mikro für mich irgendwie anders als sonst. Aber ist okay. So. Vor allen Dingen, wir waren da schon drin. Ich weiß gar nicht, warum das jetzt oben nicht... hallo? Verzeichnet ist als entdeckt. Ja, jetzt. Oder wie? Oh, da fusselt einer lang. So. Und dann suchen wir doch, glaube ich, den Bruder von der Dame, die letztes Mal so ein bisschen viel geredet hat. Ich wollte heute Morgen schon ein bisschen aufnehmen, aber da gab es ein Update bzw. Wartungsarbeiten. Und da musste ich warten. Ja. Der hier ist eingefroren. Jemand, den du kennst? Errate, wer ich bin. Und vielleicht lasse ich ihn gehen. Such nach Hinweisen. Okay. Gibt's nix. Und ich habe ausnahmsweise sogar meine Uhr gestartet. Ich bin so stolz auf mich. Da werden schon keine Fallen sein. Ja, ja. Du wirst eine tolle Ratte abgeben. Dieses Lagerfeuer brannte hier für 1 bis 2 Tage. Die Überreste sind aber schon kalt. Rucksack. Rune eines Magiers. Einfach meine Sachen zu durchwühlen. Ja, du wolltest das doch. Tja. Ich habe auch wieder mein Kostüm gewechselt und so weiter. Ich habe mein Inventar aufgeräumt. Habe unnötige Sachen mal verkauft. Ich glaube, ich habe meinen Bankplatz erweitert. Noch für 11.000 Goldmünzen. Oh, ich habe das falsche Dingens ausgewählt. Nein, das wollte ich gar nicht mitnehmen. Ja. Hast du eine Idee? Oh, das ist so aufregend. Lasst Eimann gehen. Das macht keinen Spaß. Seh dich doch mal um. Oh, und denk an die Bären. Ich kam noch nicht dazu, sie zurückzuverwandeln. Mhm. Das muss ich jetzt. Hast du eine Idee? Mein Tagebuch. Lass das liegen. Mein Tagebuch. 4.1. Ödfels ist so kalt, wie man es uns erzählt hat. Ich kann nicht glauben, dass hier Menschen leben. Ich werde ihre Geheimnisse stehlen, so schnell ich kann. Dann werde ich in die warme Obhut der Wälder zurückkehren. 5.1. Ein Großteil der Informationen, die wir benötigen, haben wir bereits. Die Königin wird erfreut sein. Morgen brechen wir auf. Ich kann es kaum erwarten, meine Zehen wieder aufzutauen. Fragezeichen. Ich war bewusstlos. Wie lange war ich ohnmächtig? Das Letzte, an was ich mich erinnere, war der Einsturz. War das der Pakt? Haben sie uns gefunden? Alle anderen sind tot, selbst Oriel. Er fiel in der Schlacht. Ich werde ihn hier nicht verrotten lassen. Seit dem Einsturz bereitet mir Magie Kopfschmerzen. Ich kann mich nicht hinaus... graben. Es sind zu viele Felsen. Das Einzige, was ich essen kann, sind Wurzeln. Was werde ich tun? Die Wurzeln waren giftig. Schlimmer noch, ich glaube, sie rufen Halluzinationen hervor. Ich sehe meine toten Freunde. Arave, Tarak, sogar Oriel. Was ist mit meinem Verstand passiert? Tag des Eises. Die Ratten sind das Problem. Sie haben den Einsturz ausgelöst. Sie haben sich mit den glänzenden Steinen verbündet. Ich werde sie kriegen. Tag des Tauens. Ich habe Arave gefunden, in einen Kerzenständer verwandelt.
Eine gierige Ratte hatte sie sich geschnappt. Sie ist wieder bei mir und die Ratte ist jetzt fort. Ich habe sie vermisst. Es gibt noch so viel mehr zu sammeln. Tag der Auslese. Gierige Ratten haben versucht, meine Freunde mitzunehmen. Ich habe sie in Eiszapfen verwandelt. Okay. Der Frostmann war ein Magier. Der Frostmann hat die Garnison von Ödfels ausgespäht. Späh. So. Was haben wir noch? Müssen wir da hoch? Schau dich um, gierige Ratte. Siehst du etwas Schönes? Brich dir nicht das Genick. Was gibt's da Schönes? Verbeulter Helm. Frostmann gehörte zum Altmeri-Dominion. Ja, bin so stolz. Sprecht mit dem Frostmann. Ah, jetzt haben wir alles. Ah, stimmt, 3 Stück. Ja, blöd. Wo war der jetzt nochmal? Sind wir schon richtig? Ach, wir müssen wieder da hoch. Da. So, haben wir es gleich geschafft. Oder nicht? Wie weit bist du, schlaue Ratte? Hast sehr du weit. Einfach buddeln, Pausbäckchen. Was hast du gefunden? Ihr seid ein Spion des Altmeri-Dominions. Ich Spion? Dominion ein Hohn? Du bist von der cleveren Sorte. Was soll ich nur mit dir anstellen? Ich habe erraten, wer ihr seid. Nun lasst Eimann frei. Das macht keinen Spaß. Komm mit hinein. Wir spielen ein Ratespiel. Toll. Wenn du gewinnst, bekommst du Eimann. Verlierst du aber, wirst du meine neueste Ratte. Nun gut, noch ein Spiel. Gehen wir mal in das Versteck. Hier bin ich. Oder bin ich hier? Rate falsch, mein Schätzchen. Und du gehörst mir. Moment, ich gucke gerade mal auf der Map. Ach, das ist hier. Unfair. Ja, das war jetzt nicht so schwer. Sprich nicht mit mir. Ich bin nur ein Strauch. Lasst Eimann gehen. Du hast keine Seele. Willst du meine haben? Sie ist schwarz und klebrig. Ich habe euer Spiel gewonnen, jetzt lasst Eimann gehen. Nein, ein paar alte Freunde kommen zum Essen. Trink von ein paar Wurzeln. Bleib bei uns. Hier bist du sicher. Sicher wovor? Die Steine, die glänzenden. Sie sind nur so lange schön, bis du dich umdrehst und dann... Wusch, Schädel platzen, Knochen brechen. Du sprichst von einem Einsturz. Dies ist der sicherste Ort für mich. Meine Freunde sind hier. Nimm sie mir nicht weg. Ich will eure Freunde nicht, ich will nur Eimann. Wollen. Ja. Gierige Ratten. Wir wollten hier weg, aber dann glänzende Steine. Ich habe sie dann gegessen. Sie waren kalt. Meine Zähne haben mir davon wehgetan. Was ist mit dieser Rune? Möchtet ihr sie nicht zurückbekommen? Davon bekomme ich Kopfschmerzen. Und die schmeckt bestimmt wie Sägemehl. Die kannst du selber essen. Wenn ihr nicht freilasst, werde ich euch wehtun müssen. Die glänzenden Steine haben das getan. Die Wurzeln, das Wasser, Uriels 13. Ich habe versucht, ihn zu retten, aber sein Kopf lief immer weiter aus. Und jetzt ist er eine Milchkanne. Eimann wird sterben, wenn ihr ihn nicht freilasst. Leute sterben nicht. Sie ändern ihre Form, so wie Arawe. Sie ist ein schöner Kerzenständer. Sie leuchtet wie die Sterne. Und Tarak, er war nie glücklicher. Wenn Arawe eine Kerze ist und Oriel eine Milchkanne, seid ihr bestimmt eine Bärenfalle, oder? Oh,
Und? Und niemand möchte in eine Bärenfalle tappen, nicht einmal Ratten. Das ist der erste vernünftige Satz, den ich von dir höre. Meinetwegen nimm Eimer an, aber lass meine Freunde in Ruhe. Und gib mir nicht die Schuld, wenn die glänzenden Steine dich erwischen. Okay. Können wir jetzt einfach hier runter? Eimer! Schnell! Was ist geschehen? Habt ihr diese Soldaten des Bündnisses gesehen? Soldaten des Bündnisses? Ich sah, wie eine Gruppe von ihnen die Höhle erforscht hat. Sie lachten mich an, als ich da im Eis hing. Dann hat der Frostmann sie geholt. Verschwinden wir von hier, Eimer. Das müsst ihr mir nicht zweimal sagen. So, auf. Schnell raus hier. Mit Rolunda. Eimer! Du bist gekommen, mich zu retten. Du hast Glück, dass ich überhaupt gekommen bin. Ah ja. Wo habt ihr ihn gefunden? Der Frostmann hatte ihn. Es geht ihm gut. Eine Gabe, Kühnes. Oh, ein Handy. Wir gehen gleich ins Dorf zurück. Dieser Narr wird sich von Rana etwas anhören können. Ich kann euch das nie zurückzahlen, aber bitte, nehmt dies. Es gehörte unserer Mutter. Yay, cool. Wir gehen, dummer Ochse. Dummer Ochse. Du hättest das sehen sollen, Ronny. Die Höhle ist einfach unglaublich. Nenn mich nicht Rolli. Rolli. Er hatte Schätze. So, was haben wir jetzt noch für eine Quest hier in Ödfels? Sprecht mit Hauptmann Rana. Geh noch mal dann machen da wir das doch. Ich lass dich verrotten. Ich habe jetzt auch wieder mein Pferdchen genommen. Und genau, dann war ich noch im Stall und habe da noch die Tragfähigkeit vom Schwert verbessert. Vom Pferd verbessert. Hä, wieso ruckelt das jetzt so? Hilfe! So. Ja. Oh, jetzt bin ich falsch gelaufen. Geritten. Kann ich da irgendwo hoch? Blöd. Geht's hier gut? Ich hoffe, das hört dann auf zu ruckeln. Weiß nicht, warum das gerade so ist. Vielleicht auch gerade wieder viel los. Liesel. Eine gute Tat verdient es auf die gleiche. Eine gute Tat verdient. Müsst ihr das? Ihr könnt ruhig Moment. In meiner Jolle mitfahren, Moment, wenn ihr wollt. Moment.
sprecht mit Hauptmann Rana. Karte zeigen. Ah, Ballfolien, alles klar. Alles klar. Nur, dass ich nicht wieder hier eine gute Tat verdient, sonst wohin reise. Ich trinke ganz kurz was. So. 5 Spielergilden. Ja. Okay. Ich bin, glaube ich, nicht mal in einer jetzt. Ich habe keine Gilde. Hallo, Rana. Wir sind hier. Die Dorfbewohner sind vorerst sicher. Aber das Bündnis kommt näher. Wir müssen Davons Wacht warnen. Ich bin bereit, Rana. Was jetzt? Wir beeilen uns. Wenn wir schnell sind, dann schaffen wir es vielleicht, Davons Wacht vor der Ankunft der Schiffe des Bündnisses zu warnen. Geht zum Wachturm, gleich hinter dem Dorf Dalmora. Sagt den Soldaten, sie sollen die Signalfeuer entlang der Küste entzünden. Die Feuer werden Davons Wacht vor dem aufziehenden Krieg warnen. Wo geht ihr hin? Ich versammle die Bewohner hier und in Dalmora. Wer bereit für einen Kampf ist, kommt mit. Wer nicht kämpfen kann, wird von Darch in Sicherheit gebracht werden. Jetzt beeilt euch. Das Schicksal von Davons Wacht hängt von euch ab. Okay. Begebt euch so bald wie möglich zum Wachturm. Wir haben einfach keine Zeit. Okay. Drohende Flut. Gut, dann bleibe ich jetzt einfach mal auf dem Weg, wenn es geht. Ist das hier der Wachturm? Ich weiß leider nicht, warum es gerade so ruckelig ist. Ich hoffe, die Aufnahme ist nicht ganz so schlimm wie bei mir gerade das Spiel. Ich gucke gerade mal kurz, was es sein könnte. Eigentlich nichts. Vielleicht einfach, keine Ahnung. Ich weiß es nicht. So, Empfehlungsschreiben. Hauptmann Duren, in Anbetracht eures engagierten Dienstes in der Armee des Ebenherzpaktes werde ich dieses Empfehlungsschreiben voller Stolz an euren Außenposten weiterreichen. Eure Historie eines gewissenhaften und respektvollen Kommandos ist vorbildlich. Aussagen der Nord- und Argonia in eurer Einheit machen klar, dass ihr euch eure Mission gegenüber dem Pakt zu Herzen nehmt und ihr seine Grundsätze mit klarem Verstand verteidigt. Weiter so, Soldat, und ihr werdet noch vor Ende dieses Krieges Centurio Duren sein. Für den Pakt und den Ruhm, General Wayne Redoran, Garnison der Stadt wie weg. Hauptbuch. Oh, das hätte ich zuerst lesen sollen, vielleicht. Hauptbuch des Wachturms. Diese Woche verlief nach Routine. Gesichtete Schiffe entsprachen dem üblichen Verkehr in die westlichen Ausläufer der inneren See oder der Stadt Vivek. Ich kann mich dennoch nicht an den Anblick der nordischen Schiffe gewöhnen. Ich lese gerade total doof. Wenn sie von Windhelm herunterkommen. Oh, und keine weiteren Schiffe der Telvanni. Nicht, dass ich sie vermissen würde. Wir haben bei Quartiermeisterin Urona in der Feste Zehren Zunderpechpulver angefordert. Davons Wacht ist angewiesen, jedes Signalfeuer zu ignorieren, das nicht durch die Pulver die durch das eingefärbte Flamme, oh Gott, aufweist. Hilfe, Leute. Unglücklicherweise wurde der neue Rekrut nicht in die Vorgehensweise eingeführt. Von Zeit zu Zeit entzünden wir die Feuer als Test. Davons Wacht antwortet immer richtig. Feldwebel Duren. Ja, ich weiß nicht, was gerade los war. Was muss ich jetzt machen? Besorgt das Zunderpechpulver in der Feste Zehren. Falsch gedrückt.
Oh, was ist los? Ich mag das nicht, wenn hier Guas tot rumliegen. Überall. Kann ich da hoch? Ich hoffe, dass jetzt nicht die Aufnahme für den Arsch ist, weil es jetzt so ruckelt. Hoffen wir das Beste. Weiß ich nicht. Ihr braucht eine Klinge? Ich hoffe nicht, denn ich kann keine entbehren. Der Wachturm von Dalmora wurde überfallen. Ich brauche Zunderpech, um die Feuer zu entzünden. Unser Lager ist leer. Ich fürchte, es war ein kleiner Unfall im Lagerraum mit einer Laterne. Plötzlich war kein Zunderpech mehr da. Wo kann ich mehr finden? Schaut euch in der Werft um. Linem hat gerade erst eine frische Lieferung entladen. Warnt sie vor dem Angriff, wenn ihr sie seht. Sie ist so eine zarte Echse. Ich möchte nicht, dass sie etwas zustößt. Das werde ich, Quartiermeisterin. Ich danke euch. Ach, da hinten ist der Wegschrein. Den nehmen wir mit. Brauche ich immer. So. Jetzt gehen wir zu den Docks. Oh, süß. Ich liebe die immer noch. Ich muss eigentlich immer dran denken, mal zu den Stallmeistern zu gehen, dass ich... Ja, dass mein Pferd schneller wird, aber ja, ich vergesse das halt immer. Beziehungsweise ich bin ja auch nicht täglich dran. Vielleicht sollte ich mir eine Erinnerung einstellen. Hallo. Ihr sucht nach Rationen? Folgt weiter dem Fluss, meine Freundin. Alles hier wurde schon zugeteilt. Das Bündnis hat angegriffen. Ich benötige Zunderpech, um die Signalfeuer zu entzünden. Plünderer? In Balfoyen? Nehmt das Zunderpech und warnt die Wacht. Ihr seid von der Sonne gesegnet, mir davon zu berichten. Habt ihr schon mit Urona in der Feste gesprochen? Sie hat mich zu euch geschickt. Xut, sie ist gerissen. Nun gut, betrachtet die Docks als alarmiert. Falls ihr die Feuer entzünden wollt, so kann ich euch helfen, dorthin zu gelangen. Folgt mir, Sonne auf meinen Schuppen. In Ordnung. Wir gehen jetzt in einen Geheimgang. Eigentlich ist es ja ein Lagertunnel. Aber heute ist er ein Geheimnis gegenüber dem Bündnis. So ist besser. Und? Versorgungstunnel. Weiß nicht, ob sie jetzt noch was sagen wollte, aber okay. Okay, und hier wird auch wieder gekämpft. Wie ich sehe. Alles klar. Wie komme ich da hin? Über diese Brücke da. So, und wie komme ich da hoch? Weiß ich nicht.
sehen wir gleich. Jetzt müsste ich ja eigentlich hier hoch wahrscheinlich. Tiefer. Hä? Ach Gott, bin ich blöd? Würdest du vielleicht bitte nicht runterfallen? Danke. Jetzt. Manchmal laufe ich da rum und bin blind wie. Wirklich. Bescheuert. Hoch. Sprecht mit Aera Erdwender. Oh. Da drin? Hä? Kühne sei Dank, ihr seid zurück. Alle. Sie sind alle gegangen. Meine Familie ist gegangen. Wohin sind alle Aera? Sie sind in den Krieg gezogen. Und sie sind zahlenmäßig unterlegen. Ich fürchte, dass alle, die wir kennen, noch vor Ende des Tages tot sein werden. Verdammt sei das Bündnis. Meine Familie war glücklich. Gut, vielleicht nicht glücklich, aber sie war zufrieden. Aera, sagt mir, was geschehen ist. Das Bündnis hat in voller Stärke angegriffen, als sie die Signalfeuer erblickten. Selbst jetzt marschieren sie auf die Feste Zehren zu. Darch hat einige der Dorfbewohner dorthin gebracht, einschließlich meiner Jungs. Soll ich zur Feste gehen? Wartet. Hauptmann Rana hat erfahren, dass weitere Truppen auf dem Weg zu den Docks in Balfoyen sind. Sie führt eine Gruppe von Kriegern an, die den Angriff abwehren soll. Aber ohne weitere Hilfe. Ich fürchte, ihr müsst euch entscheiden. Ich verstehe, ich muss mich zwischen der Feste und den Docks entscheiden. Ich weiß, es ist eine schwere Entscheidung, aber ihr müsst zur Feste oder an die Docks gehen. Helft, wo ihr denkt, dass eure Stärke am dringendsten gebraucht wird. Weiß ich nicht. Das weiß ich nicht. Ich helfe an den Docks. Spontane Entscheidung. Spontan. Nein. Das Bündnis ist über die Docks hergefallen. Wir haben versucht, uns zu ergeben, aber sie wollten keine Gefangenen. Viele von uns wurden aufgeschlitzt und ins Wasser geworfen. Gibt es Überlebende? Ein paar. Wir sind verstreut. Einige haben sich im Inneren verbarrikadiert. Aber die Dolche haben einfach alles angezündet.
Ohne diese verrückte Dunkelelfin wäre ich Futter für die Fische. Ihr könnt jetzt nicht nach ihr suchen. Fische aus den Docks sind in der Windmühle gefangen. Rettet sie, bevor sie verbrennen. Oh je, okay. Befreit die Fischer. Ich gebe mein Bestes. Oh Gott, Hilfe. Keine Zeit. Weltwebel Zane, ihr müsst Zane helfen. Jetzt bin ich da reingegangen. So. Bin ich da einfach runter? Ja. Och Mensch, warum immer alles so Krieg und... Finde ich nicht gut. Gut ist halt so, ne? Hey, Rolunda. Helft mir, diese Dolche abzuwehren, während die Fischer fliehen. Wahrscheinlich hätte ich das hier machen müssen, aber irgendwie ja. Sind auf der anderen Seite der Docks. Oh! Moment. Moment. So viel Zeit muss sein. Hauptmann Rana. Sie verbarg mich hier und rannte dann auf das Schiff. Oh Mann. Sie ist hinter dem Kommandanten des Bündnisses her. Er ist für Ödfels verantwortlich. Ich werde ihr helfen. Lasst sie nicht alleine sterben. Kämpft gut und tötet diesen Bastard. Alles klar. Mach ich. Gebe auf jeden Fall mein Bestes. Hallöchen. So. Hannah.
Der Kommandant dieses Schiffes ist derjenige, der das Massaker auf Ödfels anordnete. Dieses Schiff wird sein Grab werden. Wo ist er? Unter Deck. Folgt mir. Ja, dann auf. Komm. Ach, hier. König Kasimirs Stolz. Die Bretonen sterben hier. Seid ihr bereit? Ja. Gut. Da kommt er. Grenze ist nieder! General Wette. Leider. Ist heute der letzte Tag in ihrem Leben. Du machst gar keinen Schaden. Geht. Wir treffen uns an den Docks. Okay. Das ging ja jetzt zackig, oder? Meine Folge ist wieder zu lang. Kann ich da einfach hier lang? Hui. Haben es ja gleich geschafft. Oh nö, nee, kann ich ja gar nicht lang. Oh. Wirklich. Sowas finde ich blöd. Wollte ich eine Abkürzung nehmen? Und was ist es? Nur noch eine Verlängerung. Oh, aber da ist eine Kiste. Lass mich raus. Hallo? Da ist eine Kiste. Hallo? Jetzt. So, wie komme ich denn jetzt am besten wieder hoch? Ist hier irgendwo eine Party oder so? Meine Folge ist viel zu lang. Oh Gott, noch eine Kiste. Gucken wir gleich. Centurio. Ich weiß, wir haben es euch zu verdanken, dass das Bündnis aus den Docks vertrieben wurde. Der Pakt schuldet euch etwas. Haben wir es geschafft? Es ist wie die Sonne auf euren Schuppen, nicht wahr? Wir haben diese Docks fast verloren. Alle hier wären ohne euer Eingreifen gestorben. Ich danke euch. Leben zu retten ist nie ein kleiner Sieg. Geht nach Davons Wacht und sprecht mit Holgun. Stellt sicher, dass sie bezüglich des Bündnisses gewarnt sind. Marisch, das machen wir das nächste Mal, ihr Lieben. Und ich verabschiede mich jetzt ganz schnell. Ich hoffe, euch macht es immer noch Spaß. Mir macht es mega Spaß immer noch. Und ich sag's jedes Mal wieder. Bis zum nächsten Mal. Bis bald. Jetzt muss ich gucken, wie ich das beende hier. Tschüss.